Und eventuell machen wir dann nachher nochmal ein normales Bowling-Spiel. Ich glaube, so werden wir es handhaben. Aber Powerwürfe ist prinzipiell auch eine relativ spannende Sache. Kann man eben wirklich trainieren, um seine Strikes einfach zu verbessern, um mehr Strikes erzielen zu können. Gut. Nee, auf Pause habe ich jetzt an der Stelle keine Lust nach 20 Minuten und es ist mir auch unbekannt, dass das so früh schon kommt, tatsächlich dieser Hinweis. So, dieses Spiel ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen einfach nur alle Pins abräumen. Die Sache ist nur die, dass die so blöde kleine blaue Mauern sind. Und die sind irgendwie so ein bisschen im Weg. Und deswegen muss man eben mit viel Spin arbeiten. Zum Beispiel so. Okay. Das ist bei mir immer so eine Sache. Wenn ich versuche, ohne Spin zu werfen, dann. Ja, okay. Das passt aber noch. Obwohl das ziemlich. Ach nee, der. Nee, die standen beide auf derselben Linie. Ist egal, was ich sagen wollte an der Stelle. So. Das ist jetzt für Fortgeschrittene, wie es da so schön heißt. Aber so wahnsinnig schwierig ist es eigentlich nicht. Diese Wand bewegt sich zwar da vorne, aber wenn man das richtige Timing drauf hat, dann ist es eigentlich relativ einfach, da vorbeizuwerfen. Das hier sieht es jetzt schon etwas anders aus. Ich versuche es mit möglichst wenig Spin. Komme da auch fast mit zum Erfolg. Mir fehlt hier ein bisschen Kraft, um eben den letzten hinten auch noch umzuwerfen. Das werde ich dann jetzt einfach so tun. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hier ist es tatsächlich so, dass einfach die Punktzahl am Ende wichtig ist. Bei Wii Sports, muss ich ganz ehrlich sagen, beim normalen, war dieses Spiel besser gemacht. Das ist jetzt verdammt gemein. Ja, dann passiert nämlich sowas. Ja, okay. Da habe ich eben tatsächlich einfach nur den falschen Moment abgepasst. Was ich jetzt sagen wollte, ist, ja, es ist bei Wii Sports, bei dem normalen, besser gemacht. Denn da stehen hinten auch immer nur eine bestimmte Anzahl von Pins und man hat eine bestimmte Anzahl von Versuchen. Und das ist jetzt Experten, deshalb weiß ich eigentlich nicht, denn hier ist es auch nur eine Frage des Timings und nicht unbedingt eine Frage der Art und Weise, wie man das Ganze jetzt neigt. Das hier sieht ja schon viel interessanter aus. Und da kommt jetzt auch extra den Hinweis, dass man hier mit dieser Funktion eben arbeiten sollte. Ja, okay, durch ist er schon mal gekommen, leider aber nicht ganz zentral. Wenn ich es jetzt jedoch von der anderen Seite nochmal versuche. Dann könnte das. Ah, nee, nee, okay. Zu viel Spin leider gehabt, deswegen neigt er sich zu weit nach links. Und das wäre jetzt schon eines Expertenkurses würdig. Und das ist jetzt fies. Denn hier ist es. Also eigentlich ist es eine Sache der Unmöglichkeit, hier mit Spin zu arbeiten. Beziehungsweise so gut wie. Jetzt kann ich ein bisschen noch nach rechts gehen, aber das war's. Ja, und dann bleibt er tatsächlich hängen an der Kante. Okay. Erste Nullnummer. Sieht man jetzt auch nicht so oft. Und okay, das ist jetzt wieder relativ einfach. Sagte er und vermasselte den Wurf. XD und so, ja. Oder auch nicht. Und so wirft man formschön eine Pumpe. Hat man jetzt auch nicht so oft gesehen bislang. Beziehungsweise noch gar nicht. Das ist relativ interessant. Ein bisschen weiter nach links gehe ich noch. Obwohl, das ist die Frage, ob ich dann da noch vorbeikomme. Mache ich lieber etwas flacher. Ja, dann passiert nämlich genau sowas. Dass ich auch irgendwie zu wenig bin. Ja, immer noch viel zu wenig Spin, aber es ist auch schwer. Der ist, also den fand ich eigentlich schwerer als die, die davor kamen. Ja, Wandlevel offen, was auch immer jetzt das soll, ich weiß es nicht. Hätte man sich, finde ich, an der Stelle einfach sparen können. Obgleich ich hier dennoch eine sehr geringe Punktzahl erspielt habe, ja. Und nicht mal mehr den letzten Wurf bekomme. So, ganz verkorkste 119 Punkte. Die sind wirklich zum Vergessen und deswegen werden wir das Ganze jetzt auch gleich noch einmal wiederholen. Aber ich denke, ja, ich beende dieses Video hier an der Stelle und dann machen wir noch ein drittes. Dafür drücken wir einfach mal auf Normal und gucken uns erst einmal die Stempel an.
Minimalziel. Wirf in jedem Frame mindestens einen Pin um. Ja, gut, das ist jetzt eigentlich wirklich nicht schwierig und ein bisschen peinlich, dass ich es tatsächlich nicht geschafft habe. Split kennt man an der Stelle auch. Allerersten Pins. Gut, okay, den ersten Pin muss man immer umhauen. Kontaktscheu. Oho, kein einziges Hindernis darf man berühren und 170 Punkte, Mann. Das ist schon relativ anspruchsvoll. Und dann Abräumer wie gehabt. Ja, ein Stempel ist hier in jedem Fall Pflicht, denke ich. Ich stemme das jetzt einfach mal persönlich. Und ja, okay. Und da habe ich schon direkt mal über zu viel Spin gearbeitet bei einem relativ banalen Wurf. Was nicht gut ist. Aber okay, das Bär nehmen wir noch mit. Und solange wir ein Bär machen, ist ja alles auch in Butter. Der sollte auch ganz gut kommen, sagte er und machte einen Split vom Feinsten. Ja. Gut. Da habe ich jetzt einfach die zwei Links mitgenommen. Das war jetzt das Beste, was ich hätte tun können. Der neigt sich auch zu sehr, aber es ist interessant, wie die hinteren Pins dann wieder nach vorne schießen und so weiter und so fort. Oh, scheiße. War blöd, dass er die Kante noch getroffen hat. Ich bin jetzt gerade nicht so recht zufrieden mit dem, was ich hier tue. Und das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen für Philipp. Das heißt nicht so viel, wie das aufhören sollte. Es ist gerade echt nicht schön, was ich hier tue. Aber wir wollen wenigstens immer den vordersten Pin jetzt umschmeißen. Und ich langsam resigniere. Ich weiß gerade auch nicht, was ich hier tue. Aber ist okay. Wir machen jetzt einfach den Stempel, dass wir jetzt... Wir nehmen jetzt den Stempel mit, dass wir jedes Mal den vordersten umschmeißen. Da bin ich zufrieden. So kann man tatsächlich auch mit relativ, also im Prinzip fast ohne Spin alle 10 abräumen. Auch das ist möglich. Ja, okay. Schön, was auch immer ich da gerade veranstaltet habe. So, und jetzt geht es wieder auseinander und dann können wir da rein und... Leider etwas zu wenig Split, um den hinteren auch noch mitzunehmen. Das Ergebnis ist dann relativ niederschmetternd, aber egal. Und der war eigentlich ganz schön, hätte auch mit einem Strike gewürdigt werden können. Ah, da fehlt ein bisschen. Bisschen fehlte leider, schade. Lässt sich nichts machen und ich denke, dass mein Kommentarstil im Moment auch ein bisschen verkorkst ist. Was aber auch einfach daran liegen könnte, dass mir im Moment ziemlich gar nichts mehr gelingt. Aber okay. Und jetzt haben wir nicht mal den vordersten Pin abgeräumt. Das heißt, den Stempel bekommen wir auch nicht. Und jetzt ist Philipp sauer. Und will irgendwie nicht mehr. Aber es ist okay. So, ich hoffe, ihr habt persönlich auch viel Spaß am Bowlen. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Würde mich einfach mal interessieren. Ist Bowlen so eine... beliebte Sportart oder sagt man eher, nee, also verschob mich mit dem Scheiß. Und mir war so, als hätten wir eigentlich nicht dadurch diesen einen Stempel jetzt bekommen. Oder, ja, Minimalziel, genau der ist es. Nehmen wir das als Trostpreis und an der Stelle machen wir einfach nochmal eine normale Runde Bowling. So wie sie jeder kennt, so wie sie jeder wahrscheinlich schon mal gemacht hat. Oder gibt es da draußen tatsächlich irgendjemanden, der in seinem Leben noch niemals gebowlt hat? Also, ich persönlich muss sagen, muss man unbedingt mal gemacht haben. Welch ein großer Pein. Ich fange an zu reimen. Ich drücke jetzt auf A. Sieht man doch, na klar. Oh, war ja noch ein Reim. Ich glaube, ich lasse es sein. Okay, ja, es ist fantastisch. So, ein ganz normales, langweiliges Spiel. Langweilig jetzt in Anführungsstrichen. Und wir wollen nochmal gut abräumen. Was uns aber dieser eine Pin dort eben nicht so zugestehen möchte. Dann wird der eben jetzt so noch... Kriegt er eben noch seine Einzelbehandlung. So, meine Güte. Ich möchte gerne links anfangen. So... fängt er eigentlich immer auf der rechten Markierung an. Und wieder bleibt einer stehen. Es ist irgendwie klasse. Ich liebe es ja immer, wenn einer stehen bleibt.
dann hat man immer so dieses Gefühl, so wow. Was war denn da jetzt los? Kann man das mal irgendjemand beantworten? Weshalb der so weit da mal gezogen ist? Ist vielleicht auch egal. Vielleicht sollte ich es auch gar nicht wissen. Und jetzt bleibt einer stehen. Nein, zwei bleiben sogar stehen. Und es ist gerade nicht gut. Und ich schaffe irgendwie keinen Strike mehr. Ich möchte an dieser Stelle Matty grüßen. Den ihr alle nicht kennt, aber ich grüße ihn an der Stelle trotzdem. Matty war mein Chef von mir, könnte man sagen. Und er nennt sich auch Strike in Mario Kart Wii. Und ich finde, das passt einfach. So, jetzt bitte ohne irgendwelchen Spin, genau. Der Matty nennt sich eben Strike und das passt, denke ich, zum Bowling. Und wieder bleiben da zwei hintereinander stehen. Und bitte mache ich das jetzt wieder ohne Spin. Und dann, naja, immerhin machen wir eine schöne Spin-Serie. Auch das kann ja ganz schön sein. Und wenn ich den ersten jetzt mal getroffen hätte, dann hätte sich das auch Richtung Strike gerade entwickeln können. Und so verhaue ich sogar wieder das Bär. Und das ist alles irgendwie nicht so schön mehr anzusehen. Ich glaube, ich boykottiere gleich dieses Spiel. So, das Projekt wird jetzt an der Stelle abgebrochen. Philipp ist zu sehr frustriert oder so ähnlich. Es sieht gerade wirklich nicht schön aus. So, meine Fresse, jetzt mache ich hier nochmal einen Strike und dann ist gut. Geht doch. Und dann machen wir jetzt noch drei Strikes für den Abschluss. Was aber leider der eine Pin dort vermiest. Nein, es sind sogar wieder zwei, die ich jetzt nicht abräume und dann ist es an der Stelle vorbei. Und ich habe nicht eine gute Partie gemacht. Eine gute Partie beginnt für mich immer mit 180 Punkten. Das ist sogar der Tiefpunkt des heutigen Abends und ja, egal. An der Stelle kann ich wirklich nur sagen, ist egal. Bowling ist ein schönes Spiel. Wenn man sich da ein bisschen hinterhängt, dann kann das auch relativ viel Spaß machen. Um dieses Video jedoch noch ein ganz kleines bisschen zu füllen, machen wir einfach noch eine Partie Tischtennis. Ich hatte ja schon im ersten Part gesagt, eventuell werden wir darauf nochmal zurückkommen. Und jetzt habe ich noch so ein ganz kleines bisschen Zeit, denn so ein 6-Minuten-Video möchte vielleicht nicht jeder unbedingt ansehen, beziehungsweise es könnte noch etwas länger sein. Deswegen machen wir an der Stelle noch etwas. Tischtennis einfach eine Partie gegen Tomoko. Tomoko, du dienst mir jetzt hier als Aufbaugegner, du pass mal auf. Irgendwie habe ich jetzt auch gerade irgendwie viel mehr Bock auf Tischtennis. So, wie funktioniert das nochmal? Ja, man schlägt den Ball und der schlägt ihn zurück. Und das geht so lange, bis der Gegner mal das nicht geschafft hat. So wie jetzt in etwa. So. Leider ist jetzt der Gegner nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Das kann ich an der Stelle aber auch nicht unbedingt ändern. Ich finde es lustig, dass man danach immer noch weiterspielen kann, aber das sagte ich ja auch bereits. Ja, es dient jetzt hier noch so ein bisschen als Lückenfüller und ich hoffe, euch hat das soweit gefallen. Ich hoffe auch, dass dieses Projekt euch bislang im Allgemeinen gefällt. Ich bekomme jetzt nicht so wahnsinnig viel Feedback, aber der letzte Part liegt jetzt auch schon ein bisschen zurück und dann war das gerade in so einer Phase, wo eben das YouTube-Design umgestellt wurde, hoppla. Okay, das war toll, da hätte ich einfach mal die Rückhand nehmen sollen, aber da hatte ich jetzt an der Stelle eben gerade keinen Bock zu gehabt. Ja, das ist, was ist denn das? Also irgendwie schlage ich und dann will er zuerst nicht und stattdessen, ja, sehr interessant. Also das ist eben Tischtennis, wie man das tatsächlich nicht spielen sollte. Aber okay, auch das gehört, denke ich mal, dazu, wenn man solche Videos eben irgendwie produziert. Dass er den jetzt noch bekommen hat, wundert mich an der Stelle. Aber ist okay. So, jetzt könnte das Ergebnis tatsächlich langsam in eine peinliche Richtung gehen. Deswegen beende ich das an der Stelle mal lieber schnell. Und ich hoffe dann, dass euch dieses bisschen Tischtennis am Ende auch noch gefallen hat. Ja, das war's. Und damit ist Mokomo besiegt an der Stelle und guckt ganz traurig. Und wir dürfen uns freuen und wir bekommen jetzt ganz, ganz viele tolle Punkte dazu. Ja, mehr oder weniger 100. So, an der Stelle mache ich dann aber wirklich mal Schluss. Ja, ich denke, ich habe das Video noch so um ein paar Minuten gefüllt.
An der Stelle beende ich das hier allerdings. An der Stelle, ich war Philipp, das war Wii Sports Resort für heute. Man sieht und hört sich beim nächsten Mal. Ich sage an dieser Stelle bye bye und bis zum nächsten Mal. Ciao.